Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Hier dreht sich für dich als Frau alles rund um deine Selbstverwirklichung, deine berufliche und persönliche Erfüllung, um dein Mindset und viele Themen mehr. Natürlich alles auf weibliche Art und Weise. Mein Name ist Christine Woltmann und heute habe ich die wunderbare Janine Tüxen hier als Interviewgast an Bord. Janine ist Coach für Frauen in Führungspositionen und genau über das Thema sprechen wir heute ganz ausführlich. Frauen in Führung. Was hat sich vielleicht auch verändert zu den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten? Welche Anforderungen werden heute an Frauen in Führungspositionen gestellt oder auch an Frauen, die es gern werden wollen? Und wie können wir unsere weiblichen Qualitäten mehr in unseren Führungsjobs einsetzen? Diesen spannenden Fragen und mehr gehen wir jetzt nach. Also sei dabei und sei schon gespannt. Ja, ihr Lieben, ich habe heute die wunderbare Janine Tüxen hier zu Gast. Sie ist Expertin für Frauen in Führungspositionen, beziehungsweise kann auch ganz hervorragende Tipps geben für alle, die gerne in eine Führungsposition kommen möchten und Führung übernehmen möchten. Und ich freue mich riesig über dieses Thema, weil wir es einfach noch nicht im Podcast hatten. Und heute machen wir mal den Anfang mit der lieben Janine. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Christine, in deinen Podcast. Ich verfolge dich ja auch quasi auf Schritt und Tritt, was den Podcast angeht. Und ich freue mich sehr, dabei zu sein und hoffe auch ganz viel beitragen zu können für deine Hörerschaft. Da bin ich ganz sicher, dass du ganz viel beitragen kannst. Und weil ich es immer sehr schön finde, stell dich doch einfach gern nochmal selbst der Community vor. Wer bist du und was machst du ganz genau? Ja, sehr gern. Also mein Name ist Janine Tüxen. Wir haben uns gerade schon über den Nachnamen unterhalten. Der ist in der Tat nicht leicht auszusprechen. Ich bin selbstständige Coach für Frauen in Führungspositionen. Und zwar vor allem für solche Frauen, die im mittleren bis oberen Management sind. Mhm. Warum, wieso, weshalb, das, da komme ich nachher später wahrscheinlich noch dazu. Ich war sehr lange angestellt, über 23 Jahre, und habe mich dann irgendwann entschieden, doch in die Selbstständigkeit zu gehen, aus meinen eigenen Erfahrungen heraus. Und diesen Schritt gemacht zu haben, macht mich unglaublich glücklich, weil die Resonanz von den Frauen so überwältigend ist, was mir zeigt, dass es Coaches bzw. Begleiter für Frauen in Führungspositionen unbedingt braucht. Mhm, super, sehr, sehr schön. Also für dich auch ein absolutes Herzensthema, oder? Total. Also ich spreche da auch aus Erfahrung, das kann ich gleich gerne noch erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Es ist einfach der Erfahrungswert, den ich mitbringe. Und das, was ich wirklich gesehen habe in der Industrie, in der Wissenschaft, hat mich mein Herz hat mein Herz berührt und aufblühen lassen. Und das ist meine Mission, jede einzelne Frau auf dieser Welt zu erreichen, so zu sein, wie sie ist und so zu führen, wie sie ist. Weil Persönlichkeit und Führungspersönlichkeit sind nicht voneinander zu trennen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es geht um Individualität, um Authentizität. Und da haben wir noch ganz, ganz viel Nachholbedarf und können uns ganz viel von anderen Menschen, von anderen Frauen und vor allem auch von anderen Männern abschauen. Mhm, das glaube ich auf jeden Fall, ja. Jetzt hast du schon so ein, zwei Mal gesagt, jetzt frage ich dich doch mal direkt, ja. Weil ich glaube, hinter jeder Frau ist auch immer eine spannende Story dahinter. Und du hast es ja auch schon gesagt, bei dir war es sicherlich auch so, weil man macht sich ja nicht unbedingt aus Jux und Dollerei selbstständig, sondern man hat dann auch ein bestimmtes Herzensthema. Wie lautet denn deine Geschichte? Und wie bist du auch auf die Idee gekommen, dass es wirklich einen Coach für weibliche Führungskräfte geben sollte? Ja, also ich kann mich an eine Situation erinnern, da saß ich, glaube ich, vor 5 Jahren beim Steuerberater. Da haben wir irgendwie gequatscht und da meinte er so, Mensch, Frau Tüxen, wollen Sie sich vielleicht irgendwann mal selbstständig machen? Ich sage, niemals mache ich mich selbstständig. Ich bin absoluter Sicherheitsfreak und das geht gar nicht, ja. Aber dann hat sich das doch ganz anders ergeben, und zwar habe ich
wie gesagt, seit 23 Jahren in Industrie gearbeitet und in Wissenschaftsorganisationen, wurde ganz viel gefördert, aber auch gefordert, habe super viele Sachen mitnehmen dürfen, habe Führungserfahrungen gesammelt, war in der externen und globalen Unternehmenskommunikation, hatte also immer auch schon mit sehr vielen verschiedenen Menschengruppen zu tun, mit Diversität, was ich immer extrem spannend fand, wie divers die Gruppen doch irgendwie zusammengesetzt sind. Und je diverser sie waren, desto kreativer waren sie und desto erfolgreicher waren sie. Und sie waren mega effizient. Das hat mich schon immer sehr beeindruckt. Und ich hatte eigentlich nie so die Idee, Coach zu sein oder mich selbstständig zu machen. Aber ganz interessant ist, wenn ich so zurückblicke, dass ich immer schon sehr intuitiv gehandelt habe. Ja. Ich habe quasi mein Elternhaus mit 16 schon verlassen, weil es mir da irgendwie zu eng wurde. Aber ich hatte keinen Masterplan. Ich wollte einfach irgendwie weg und bin meinem Herzen dann gefolgt. Hab dann Abitur gemacht, habe dann studiert, Kommunikationswissenschaft und Psychologie habe ich studiert. Das hat mich schon immer in diese kommunikationspsychologische Richtung gelockt. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber ich habe endlich akzeptiert, so nach all den Jahren, ich bin jetzt fast 42, dass es die Intuition ist, die doch eigentlich die Übermacht hat. Und das ist sehr, sehr schön zu wissen. Und aber auch so schön weiblich ist, ne? Total, es ist total weiblich und ich finde es so irre, wie wir Frauen, ich bin ja nun kein Mann, keine Ahnung, wie die das so machen, aber wie wir Frauen unsere Intuition oft in die zweite Schublade packen. Mhm. Weil wir immer so denken, aber es könnte ja sein, dass und der andere denkt das, wenn ich jetzt da auf die Bühne gehe oder versuche so zu sein, wie ich will, dann komme ich ja nicht gut an und so. Das sind so Sachen, wo der Kopf dann dazwischen kommt. Ich bin trotzdem irgendwie aus irgendeinem Grund meiner Intuition gefolgt und habe halt dieses Studium gemacht, habe immer schon mit Menschen zusammengearbeitet und mir ist rückblickend auch aufgefallen, es war mir gar nicht so bewusst, dass Menschen immer zu mir kamen. Ja. Die wollten immer irgendwie einen Rat haben. Ich bin halt auch sehr empathisch und sehr loyal und kann halt auch richtig gut spüren, welche Kommunikation es jetzt auch so braucht, weil jeder Mensch ist halt einzigartig, jeder ist halt anders und braucht was anderes. Und das ist mir dann auch rückblickend aufgefallen, weshalb mein Weg, glaube ich, ja schon von Anfang an so vorbestimmt war. Mhm. Und dann kam halt die Situation, ich wurde gefordert und gefördert, um das mal kurz noch zu Ende zu führen. Ich war dann auch Führungskraft und bei meinem letzten Job habe ich ein 12-köpfiges Team auch geführt und hatte Aussicht dann auch auf mehr. Hatte auch wirklich mit allen Beteiligten schon gesprochen und es war eigentlich aus meiner Sicht alles so klar und eingetütet. Und dann wurde umstrukturiert und dann saß eine Kollegin vor mir und meinte so, sie ist jetzt die Leiterin und es täte ihr leid. Mhm. Und da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen, aber ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Und das war eine Zeit, die richtig doll hart war. Alle haben gesagt, du musst sofort kündigen, du musst gehen, du kannst dich da nicht weiter irgendwie verarschen lassen. Ja. Aber auch da wieder, meine Intuition war stärker als mein Kopf. Ich habe gesagt, nee, ich kündige jetzt nicht. Ich habe dem Arbeitgeber extrem viel zu verdanken. Mhm. Und ich kann hier jetzt ganz in Ruhe überlegen, was ich machen möchte. Ja. Hätte ich gekündigt, dann, was hätte ich denn dann gemacht? Dann wäre ich irgendwie so einen Schnellschuss gestartet und hätte vielleicht völlig überreagiert, was irgendwie nicht so spürbar war. Ja, und dann habe ich wirklich noch 2 Jahre gebraucht, um mir das alles irgendwie so klar werden zu lassen. Aber innerhalb dieser 2 Jahre war ich ganz offen zu meinem Arbeitgeber und habe ihm gesagt, dass ich das alles auch total doof finde und dass das nicht unbedingt zu meinem Glück beiträgt und ich das alles nicht verstehe, weil ich habe die Kompetenzen, sie wissen gar nicht, was sie mit mir dann auch verlieren. Sie haben mich auch gefördert, aber gut, das war halt, wie es ist. Und die haben mir dann die Möglichkeit gegeben, mein Coach-Dasein nebenberuflich aufzubauen. Mhm, super. Weil ich habe mir dann nämlich überlegt, okay, ich habe jetzt so viel Erfahrung auch mit Führung und mit Frauen in Führung vor allem. Ich habe so viele Frauen gesehen, die sich nach oben hin immer mehr angepasst haben, die quasi dann nur noch Anzug getragen haben, die ganz buschikos wurden, die immer nur noch die Erwartungen von oben erfüllt haben und das Team irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrgenommen haben. Und das wollte ich einfach nicht. Ja. Und da ist mir in diesen 2 Jahren kam mir die Mission, meine Erfahrung möchte ich unbedingt weitergeben. Ich möchte unbedingt, dass jede Frau, die sich dafür entscheidet, Führung zu übernehmen,
dass sie das ganz bewusst macht, dass sie das mit dem Werkzeug macht, das sie bereits in sich trägt. Ja. Nämlich mit sich selbst und mit ihrer Persönlichkeit. Ja, und da war meine Idee. Mir aus dem Herzen. Ja, ich weiß, es ist so ein Herzensthema und ich finde es so toll, dass wir uns auch als Gesellschaft immer mehr öffnen. Und für mich gab es dann wirklich keine Alternative mehr. Ich habe den Sicherheitsgedanken an den Nagel gehangen, das war mir dann echt völlig wurscht. Hab dann geguckt, was kann ich alles, welche Kompetenzen bringe ich mit, welche Talente, welche Fähigkeiten habe ich, was mache ich damit jetzt ganz konkret und was ist mein Anliegen für diese Welt? Ja. Das habe ich alles in eine Waagschale gepackt und habe dann gekündigt und bin dann losmarschiert. Und das war, Christine, ich meine, du kennst das Gefühl wahrscheinlich, dieses Absolut. Yes, Baby, das ist der Sinn meines Lebens, dafür bin ich auf dieser Welt. Ja, und so war das dann. Und seitdem bin ich jetzt Coach für Frauen in Führungspositionen. Also ich mag den Begriff Coach jetzt nicht ganz so gerne, aber es ist einfach so, weil es kennt auch jeder. Und ja, ich begleite die Frauen halt auf ihrer Reise zurück zu ihrer eigenen Persönlichkeit. Ja, und das finde ich so wichtig. Und auch so, als ich das auch bei dir auf der Website gelesen habe, habe ich auch so gedacht, ja, das ist es doch eigentlich, weil wir müssen ja nicht immer irgendwas werden. Ja, sondern da steckt so viel in uns drin und es geht, glaube ich, mehr um das Vertrauen wieder in das, was schon da ist und das nach außen zu bringen. Ne? Genau, da sagst du echt was Wahres. Und das Vertrauen in uns selbst zu haben, das müssen wir, je älter wir werden, uns einfach bewahren oder zurückerobern. Wir sind einfach zu geprägt von unserer Umwelt, von den Erfolgen, von der Schnelligkeit, von der Digitalisierung, von all dem, was gerade auf uns prasselt, von all den Erwartungen auch den Frauen gegenüber, auch den Männern gegenüber, die haben es auch nicht leicht im Moment, muss ich echt sagen. Also das ist alles nicht trivial und da ist es umso wichtiger, dass wir zu unserem Kern zurückfinden. Ja, das glaube ich auch. Ganz, nur ganz so spannend. Können wir auch authentisch sein. Ja, das ist ein mega spannendes Thema. Lass uns mal in auch in dein Thema eintauchen noch weiter, weil ich finde das gerade so so spannend, weil du hast jetzt auch deine Geschichte beschrieben, ne? Also bei mir war es ja so, ich meine, ich war nur Nachwuchsführungskraft, ich habe aber da schon gemerkt, irgendwie ist das nicht meins und auch nicht dort, wo ich war. Deswegen, ich habe das relativ früh sozusagen auch diese Karriereschiene verlassen. Trotzdem finde ich es mal spannend, auch aus deiner Sicht zu sehen, was hat sich denn heute aus deiner Sicht, ich sag mal so in den letzten 20, 30 Jahren, ja, verändert zum Thema Führung, auch gerade für Frauen? Oder bist du der Meinung, es ist immer noch relativ ähnlich, ne, sehr männerdominiert? Oder du hast es auch schon vorhin gesagt, ne, so dieses Anpassungsverhalten, was häufig eintritt. Was ist so das, was du beobachtest dabei? Also es ist in der Tat noch, wenn man sich jetzt die Industrie anschaut vor allem oder auch große Organisationen, große Firmen, ist es in der Tat noch wirklich männerdominiert. Es gibt einfach noch viel zu wenige Frauen in Vorständen beispielsweise. In den Aufsichtsräten haben wir durch die Quote ja jetzt einen guten Weg eingeschlagen, obwohl ich persönlich immer gegen die Quote war. Ich war immer der Meinung, ey Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass wir jetzt Frauen da hochhieven, nur um eine Quote zu erfüllen. Aber ich habe im Laufe meiner Tätigkeit auch als so Frauenbeauftragte, nenne ich das jetzt mal in Anführungszeichen, habe ich gelernt, dass die Quote extrem wichtig ist, weil die macht Frauen sichtbar. Sie schafft quasi eine gewisse Transparenz, was für tolle, fähige, kompetente, lustige Frauen es da draußen gibt, die definitiv Führungsqualitäten haben, die sich aber vielleicht von alleine nicht getraut hätten. Weil Frauen und Männer sind nun mal verschieden. Das ist ja kein Geheimnis. Ja. Frauen poltern los, hast irgendwie eine Ausschreibung für einen Job, der Mann sagt, oh, 20% passt nicht, bewerb mich. Ne, das klassische Beispiel, die Frau sagt, oh, das passt nur 90%, ich bewerb mich nicht. Ich passe ja nicht auf die Stelle. Oder in Meetings, wer meldet sich als Erster? Nicht die Frau. Das ist mein Erfahrungswert zumindest. Ja. Das mag vielleicht in kleineren Unternehmen oder auch in Startups sein, das ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist halt das, was sich verändert hat. Es verändert sich gerade ganz viel. Die Unternehmen werden auch durch den digitalen Arbeitsmarkt oder durch den Arbeitsmarkt, der sich gerade auch verändert, werden die großen Unternehmen, diese großen Tanker, offen für solche Diskussionen. Es gibt mittlerweile Programme, wo Frauen gefördert werden, wo Männer und Frauen zusammen gefördert werden, wo Diversität gefördert wird. Und es ändert sich, weil die halt auch sehen, es gibt diese Frauen da draußen und es ist wirklich ganz schön klug, in Frauen zu investieren oder in Diversität zu investieren. Ne? Absolut. Und das sehen die in den Startups, das sehen die in den kleinen Unternehmen.
Und diese Öffnung ist extrem wichtig, aber in diese Öffnung müssen die Frauen jetzt auch reinspringen. Es muss meines Erachtens, und das leistet die Quote, Gott sei Dank, deswegen bin ich auch, ich bin jetzt nicht pro Quote, aber ich gewinne dem ganz viel Positives ab im Moment. Es braucht viel mehr Frauen, die dort oben als Vorbilder stehen, die sagen, ey, kommt hier hoch, in Anführungszeichen, macht euren Weg, traut euch, ihr könnt überhaupt gar nicht tief fallen, weil es gibt euch hier oben ja kaum. Ne? Mm. Und diese Vorbilder braucht es und die Vorbilder wachsen langsam heran. Ja. Und auch wenn du in die Politik schaust, dort gibt es ja auch mittlerweile viele Frauen als Vorbilder. Also für mich zum Beispiel ganz parteiunabhängig ist Angela Merkel eine Vorbildfrau. Mhm. Ich glaube, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich glaube, sie ist individuell und authentisch, so wie sie ist. Genau. Ich glaube, ich glaub, irgendjemand was vorspielt. Oder eine Annalena Baerbock von den Grünen beispielsweise, eine ganz junge, eloquente Frau in der grünen Parteispitze. Das sind so Frauen, wo wir das abschneiden können, aber auch in der Unternehmenswelt gibt es Frauen, die Hosen anhaben und die auch Ansagen machen. Und solche Frauen braucht es halt tatsächlich. Mhm. Da sagst du auch gerade noch was ganz, ganz Spannendes. Du hast es vorhin auch schon mal angesprochen. Was ich immer wieder beobachtet habe, ich komme auch aus einem großen Konzern, dann sind auch Förderprogramme für Frauen da gewesen. Und was ich immer wieder beobachtet habe und auch an mir selbst irgendwie beobachten konnte, dadurch, dass es durchaus auch ein sehr männlich geprägtes Umfeld war, ne, und je weiter hoch es ging, umso mehr, hatte ich aber auch immer das Gefühl, dass sich die Frauen, die dorthin wollten, angepasst haben. Und zwar einfach insofern, ne, so fing schon bei der Kleidung an, du hast es vorhin schon gesagt, ne, auf einmal wurde es, keine Ahnung, waren es nicht mehr die Röcke und die Bluse, sondern auf einmal war es dann der Hosenanzug und möglichst klar, ne, also teilweise wirklich, dass eine optische Ähnlichkeit sogar bestand. Oder aber auch wirklich so von dieser Verbissenheit und Härte, was ja eigentlich überhaupt nicht weiblich ist. Und nee, ja, null. Würde mich mal interessieren, wie du das da wahrnimmst, beziehungsweise auch, warum das vielleicht so ist. Also ich nehme das, oder ich habe das auch ganz stark wahrgenommen, genau das, was du geschildert hast. Frauen, die eine gewisse Karriere gemacht haben, die sich aber, also zwischen mittlerer und oberer Karriere oder oberem Management so sehr ins Zeug legen, angepasst zu sein, weil sie denken, dass das von ihnen erwartet wird. Dass sie nur dann wahrgenommen und ernst genommen werden, vor allem und respektiert werden, wenn sie den Männern so ähnlich sind, weil die haben ja den Erfolg. Ja. Männer haben ja den Erfolg. Und ich glaube, die Frauen machen das nicht bewusst. Das ist so ein unbewusstes Verhalten, wo wir uns einbilden, dass es das richtige Verhalten ist, jetzt in den Anzug zu schlüpfen und buschikos zu werden und Ansagen zu machen. Aber was diese Frauen vielleicht dabei nicht bedenken, ist, dass sie auch Teams zu führen haben, Menschen zu führen haben, die auf sie angewiesen sind, die ihnen vertrauen, die auch nur Menschen sind. Und die Führungskraft ist ja auch nur ein Mensch. Und dass diese Teams, das sind quasi die Räder eines Autos, wenn du es so willst, diese Teams, diese Menschen, die dort arbeiten auf Arbeitsebene, die bringen den Erfolg des Unternehmens, nicht die Leute da oben. Mhm. Die Leute da oben sind repräsentativ und von daher wäre es doch klug, auch die eigene Persönlichkeit dort oben auszuspielen und zu sagen, ich habe meine eigene Persönlichkeit, ich ecke auch gern mal an und dem das nicht passt, der hat halt ein Problem. Ja. Ne? Ja. Ich ecke an mit dem, wie ich bin und ich persönlich bin schon so oft angeeckt da oben und es wird nicht gern gesehen. Das gehört sich einfach nicht, dass man als Frau dort aneckt. Mhm. Und Männer poltern halt so durch die Gegend, was auch berechtigt ist. Ich meine, wir sind halt wirklich evolutionär so geprägt und das wird auch noch ganz, ganz lange dauern. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich saß mal vor meinem damaligen Chef, das ist schon ganz lange her, und ich habe damals so gern Armbänder getragen. Mhm. Armbänder und so ein bisschen längere Ohrringe und so. Und da sagte doch der Chef zu mir, Janine, wenn du Führungskraft werden möchtest, dann trag sowas nicht mehr. Wow. Warum? Du lenkst die Männer zu sehr ab. Da ist mir echt, was aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte mir, okay, das ist ja ein ganz hervorragender Tipp. Den werde ich nicht weitergeben. Und ich werde weiterhin meinen Schmuck tragen. Hm. Ja. Er hat mich natürlich auf was aufmerksam gemacht, wo ich noch nie drüber nachgedacht hatte zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja. Und zwar über den Fakt, pass auf jeden Fall auf, wenn du diesen Weg gehst. Sei nicht naiv. Sondern setze das, was du hast, auch ganz bewusst ein. Aber verliere dich dabei nicht.
Und ich rede immer so von Kommunikationswelten. Es gibt ja, wenn du dir ja also dein Leben als Haus vorstellst, dann trittst du ein, hast verschiedene Räume und diese verschiedenen Räume nenne ich gerne im Kommunikationsumfeld Kommunikationsräume. Da hast du quasi den Kommunikationsraum, wo du ganz mit dir alleine bist. Da bist du ein völlig anderer Mensch, als wenn du mit deinem Partner zusammen bist oder mit deinen Freunden zusammen bist. Und dann hast du die Räume, wo du dich quasi im Business bewegst. Da hast du auch nochmal ganz andere Räume. Und diese Räume, die Wände dieser Räume sind irgendwie dehnbar. Und diesen Grenzwert auszutesten oder für sich festzustellen, bis wohin ich mich anpassen kann und wo es okay ist, das finde ich extrem wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen. Was ich da gelernt habe, ist, okay, pass auf, was du für einen Schmuck nimmst, mit welchen Leuten du dich umgibst, aber das ist dann meine ganz eigene Entscheidung. Und ich trage nach wie vor Schmuck, auch in großen Meetings oder bei wichtigen Meetings. Ich trage gerne Röcke, ich trage gerne Stiefel, ich bin gerne Frau. Und ich möchte wirklich an alle Frauen auch appellieren, seid Frau und bleibt Frau. Ja. Es ist immer die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht oder wie man mit sich umgehen lässt vor allem. Ne? Ja, so und wichtig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? Nochmal so zu sagen, also weil das, was du jetzt, vielleicht sogar noch ein kleines Beispiel, ne? Es ging im Wesentlichen um Armbänder, aber eigentlich ist ja auch die Message schon ein bisschen dahinter, sei nicht so, wie du bist, weil das könnte anecken oder ja, könnte genau. Akzeptiert werden oder dir werden Steine in den Weg gelegt. Und die Frage ist ja dabei eigentlich immer, ist es mir das wert? Ja? Will ich denn so sein? Das war zum Beispiel, die Frage habe ich mir damals schon gestellt und ich bin froh, dass ich mir die damals schon mit, weiß ich nicht, 24, 25 gestellt habe, wo ich gemerkt habe, willst du wirklich diesen Weg gehen, der sich so überhaupt nicht gut anfühlt für dich? Ne? Und da habe ich dann für mich damals entschieden, da bin ich echt wirklich stolz auf mich, dass ich das quasi ne, mit fast Anfang 20 noch schon entscheiden konnte, dass ich gesagt habe, nee, irgendwie ist das nicht mein Weg. Ich weiß zwar noch nicht, was es ist, aber der ist es nicht. Und das ist halt wirklich auch, glaube ich, manchmal eine Entscheidung, die wir Frauen heute, in Anführungsstrichen, leider noch treffen müssen, zu gucken, will ich mich jetzt dafür verstellen, um vielleicht in einer männerdominierten Branche meinetwegen auch in eine Führungsposition zu kommen? Ja. Oder ist es für mich okay zu sagen, nö, will ich gar nicht. Vielleicht mache ich mein eigenes Ding oder ne, ich finde ein Unternehmen, das das anders fördert, das mich wirklich so akzeptiert, wie ich bin. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denke ich. Ja, und das finde ich auch so wichtig. Ich meine, unser Leben ist ja auch viel zu kurz, um irgendwo zu sein, wo wir gar nicht hingehören oder uns nicht gut fühlen oder keine Resonanz ist oder so. Weil da gibt's ja noch so einen riesen Rattenschwanz. Ne? Ich meine, wir Frauen sind meines Erachtens ja sehr, sehr bunt. Ich glaube zumindest, dass wir viele verschiedene Rollen auf einmal ausfüllen. Ich will jetzt überhaupt, um Gottes Willen, es ist jetzt nicht falsch verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist nichts gegen Männer oder so, aber ich glaube, Männer haben ganz klare Rollenbilder von sich auch. Und wir Frauen haben halt verschiedene Rollenbilder von uns. Wir sind die gute Freundin, das mag sich jetzt vielleicht abgedroschen anhören, aber es ist einfach so. Wir sind die gute Freundin, wir sind Mutter, wir sind Ehefrau, wir sind Liebhaberin, wir sind Chefin, Kollegin, keine Ahnung, was wir alles sind. Und das sind Männer auch, definitiv. Aber wir Frauen machen uns darüber ganz andere Gedanken. Wir versuchen, jeder einzelnen Rolle gerecht zu werden. Und es funktioniert nicht, wenn wir da krampfhaft dran festhalten. Wir sind eine Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit spiegelt sich in tausend Facetten wieder. Das ist bei Männern so, das ist bei Frauen so. Aber wir Frauen machen uns da viel zu viel Gedanken drüber. Was ist da dein Tipp, um aus dieser, ich sag mal so ein bisschen auch Falle rauszukommen, sich da in den Rollen zu verlieren, die wir haben? Einfach, was heißt einfach? Das ist überhaupt gar nicht einfach. Sich vielleicht mal zu überlegen, warum du diese Rollen, diese verschiedenen Rollen zu 100% ausfüllen musst oder möchtest, wer das von dir erwartet. Oder vielleicht auch mal einen Zettel nehmen, so ein Rad aufschreiben, das Rad vielleicht durch 4 teilen und dort diese 4 Rollen oder 5 Rollen oder 6 Rollen, je nachdem wie viele Rollen du für dich siehst, aufzuschreiben und zu gucken, zu wie viel Prozent bist du diese Rolle wirklich, weil du kannst unmöglich 100% für jede Rolle sein. Ja. Am Ende müsste 100% rauskommen. Also wenn in diesem Rad zum Beispiel steht Mutter, Ehefrau, Chefin, Freundin, dann zu gucken, Mutter bin ich vielleicht 60%, Freundin 20%, Businessfrau 10% und dann bleiben noch 10% für das andere Speichenteil. Und dann mal zu gucken, okay, das ist ja interessant. Ich habe diese 4 Lebensbereiche oder auch 5 oder 6, je nachdem.
Und es ist ja ganz heilsam, wenn ich sehe, wie viel Prozent ich jedem Lebensbereich gebe, weil so sehe ich, okay, das Muttersein ist für mich am wichtigsten. Und deswegen gebe ich da vielleicht am meisten rein. Das Business-Sein ist auch total wichtig und da gebe ich innerhalb dieser 10% gebe ich alles. Aber es gibt noch mehr im Leben. Und da zu gucken, wie machen es eigentlich andere Frauen, mit anderen Frauen zu reden und sich nicht mehr zu verbiegen. Und vor allem auch, das ist mir auch ein großes Anliegen, diese Diskussion über Work-Life-Balance, die macht uns kaputt. Es gibt keine Work-Life-Balance. Wir sind ein Mensch mit einer Persönlichkeit, mit 1000 Facetten. Arbeitsleben, Privatleben verschmelzen immer miteinander. Natürlich gibt es Instrumente und Tools und Ratschläge und auch Themen, wo man sagt, Handy ab 8 aus oder keine Ahnung, wie man damit umgeht. Das ist natürlich eine Ja, ganz andere genau. Sache. Aber dieses Work-Life-Balance, für mich ist es ein Mythos und ich nenne es immer so Work-Life-Harmonie. Das Arbeitsleben und das Privatleben müssen einfach miteinander harmonieren, weil sonst machen wir Frauen uns vor allem kaputt. Wir machen unsere Beziehung kaputt. Wir machen unsere Arbeitswelt kaputt. Und das ist in meinen Coachings zum Beispiel auch ein Riesenthema. Die Frauen kommen nicht unbedingt zu mir, weil sie Tools lernen möchten. Wie stehe ich jetzt auf der Bühne? Also die gibt's auch. Also da gebe ich auch keine Tools mit, sondern da arbeiten wir an dem individuellen Kern. Dann stellt sich die Frage nämlich auch nicht mehr. Aber vor allem kommen sie zu mir, weil sie fix und fertig sind, weil sie sich selbst verloren haben, weil sie immer ihren Mann oder ihre Frau stehen müssen und dabei das Privatleben völlig aus dem Rudern läuft, weil sie immer ihren Anspruch 100% erfüllen wollen. Und das ist so ein großes Thema. Das kennst du ja aus deiner Arbeit auch, Christine. Du hast es ja Absolut. auch, das ist bei dir ja auch dieses Yin, genau, hatten wir vorhin auch gerade das Thema. Je höher die Frauen kommen oder wir kommen oder auch die Menschen an sich kommen, wie gesagt, ich bin ja kein Mann, ich weiß ja, ich sitze ja nicht im Gefühlsleben des Mannes, aber wir sind als Frau immer stärker im Yang und verlieren unser Yin, beziehungsweise ist es nicht austariert. Und da ist es so wichtig, auch die Arbeit, die du machst, das ist so wichtig, ja, diese Frauen auch da abzuholen und miteinander in Kontakt zu bringen und auch Vorbilder zu schaffen, wie du es ja auch machst. Ich meine, du hast ja auch Ja, und wahnsinnig wirklich wieder tolle Frauen. diese, wie du sagst, auch in diese Harmonie zu kommen, ne? Yin und Yang, ja, es ist auch irgendwo, ne, es ist ein Gleichgewicht. Aber auch Ja. da, es geht auch ineinander über. Ne? Es geht ja auch nicht nur darum, nur passiv zu sein und nur auf die Intuition zu hören. Ne? Wir brauchen auch Pläne und wir brauchen auch mal das Machen und wir müssen auch mal, Ja. ja, einfach so das Gefühl haben, ne? So, jetzt habe ich was geschafft und Ja, Sachen hier total erledigt. wichtig. Aber auch trotzdem wieder zu sagen, ah, oh, nee, und jetzt habe ich dieses vielleicht entspannt mal und guck mal, was kommt und so. Und ich glaube, das ist einfach auch so wichtig. Und was ich immer so wahrgenommen habe, ist wirklich, dass Frauen, sobald es rund um Führung geht, auch sehr schnell in diese harte männliche Rolle mit vielen männlichen Eigenschaften gegangen sind. So irgendwie, also ne, vielleicht nicht mal bewusst, aber es ging halt sehr stark dahin. Und dann kam genau das, was du jetzt wahrscheinlich, die kommen dann bei dir ins Coaching und haben dann halt genau das Thema so, oh, ich habe mich da irgendwie auf meinem Weg verloren. Und das ist ja genau das. Ein Großteil der Weiblichkeit ist ja auf dem Weg verloren gegangen, muss man ja ganz klar Total. Es sagen. ist echt total fatal auch eigentlich, ne? Ja, genau. Weil es ist halt so wichtig, dass wir Diversität schaffen. Also ich bin überhaupt nicht dafür, dass wir nur Frauen fördern, im Gegenteil. Aber wir haben halt, die weibliche Führung hat halt ein Defizit. Wir müssen erstmal diese Basis wiederherstellen. Absolut. Und ich muss auch zugeben, ich hatte in meinem Leben viele männliche Mentoren, was mir sehr, sehr geholfen hat. Und ich dadurch auch gelernt habe, wie toll die Männer sind und wie offen die Männer sind, dass denen so ein Bild auch aufgestempelt wird, dass sie auch gar nicht haben. Und das ist auch so ein Ding, wo ich auch mit meinen Frauen darüber rede. Mit meinen Frauen hört sich toll an, ne? Also mit den Frauen, die zu mir kommen, darüber rede. Das nicht so hinzunehmen und immer nur, ja, der Mann wieder, hat der wieder hier dicke Eier oder irgendwas, ne? Das ist ja so dieses Klischee, der Mann da oben, selbst da in seinem Macht und so. Das stimmt gar nicht. Also die Männer, die machen ja auch einen Weg da nach oben. Und die werden dann auch so, wie sie werden. Aber der große Unterschied zu uns Frauen ist es, dass die Männer sich selten jemanden zum Reden suchen oder zum Austausch oder zur Reflexion suchen. Da gibt es wahrscheinlich wenige, die irgendwie sagen, Mensch, irgendwie ist das nicht so richtig, wie das da gerade so läuft. Du verlierst dich gerade oder so, ne? Und die würden ja wahrscheinlich nicht so häufig auf die Idee kommen, so wie es bei den Frauen und auch in deiner Community ist, sich da irgendwie Unterstützung zu holen. Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Das glaube ich auch, ja. Ja, Und oder so. auch wenn untereinander ist es natürlich auch so,
Es gibt da natürlich auch viele männliche Vorbilder. Das heißt, du suchst dir da als Mann vielleicht auch eher dein, ne, männliches Vorbild raus, als jetzt dein weibliches Vorbild. Und bei Frauen ist es halt so, ja, so viele gibt es nicht. Dann musst du wieder gucken, wie machst du das? Dann kommen aber, ich sag mal auch, ne, spezielle Rollen dazu. Du willst Mutter werden. Ja, aber wenn es dann nur männliche Chefs vor dir gibt, ja, wie willst, ne, wenn du da auch so gucken willst, teilweise sind die Rollenbilder ja noch so unklar verteilt. Dann hast du da halt überhaupt gar kein Vorbild. Und ich finde einen Punkt ganz wichtig, den hast du jetzt auch schon so angerissen, da würde ich gerne mal mit dir draufschauen. Mhm. Frauen führen ja auch anders, das hast du ja auch, ne, ganz klar gesagt. Ja. Und lass uns doch mal darüber sprechen, wie führen denn Frauen eigentlich, um vielleicht auch mal aufzuzeigen, ne, so dieses, ich darf wieder ich sein und diese weiblichen Qualitäten, die ich habe, ich darf die da wieder mit einbringen. Ja. Was sind da deine Erfahrungen? Wie führen Frauen sozusagen anders? Also die Frauen, die nicht in dieses buschikose Verhalten rutschen, die Frauen führen tatsächlich anders, so wie es in der Gesellschaft auch als Frau so gesehen wird. Also sie sind tatsächlich empathischer, die nehmen sich Zeit für ihre Mitarbeiter, für ihre Teams. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, als ich selber auch Führungskraft war, aber auch mit den Frauen, die mich umgeben haben, die reden mit ihren Leuten, die geben auch zu, ey, das läuft gerade nicht so rund, wir haben aber ein Ziel zu erreichen. Wie können wir das am besten zusammen erreichen? Mhm. Und meine Erfahrung ist es, dass, es ist jetzt auch nicht pauschal, es ist halt meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es kein Wettbewerb ist. Das ist so, also Frauen sind einfach, die führen teamorientierter aus meiner Sicht. Mhm. Sammeln sich die Erfahrungen der anderen mit ein und sind offen für die Belange der Mitarbeiter. Mhm. Sie sind quasi wahrscheinlich durch die Evolution auch wieder dieses Caring, weißt du, sie sorgen sich auch um die Mitarbeiter, beziehungsweise beziehen sie in vielen Sachen mit ein, übernehmen zwar am Ende die Verantwortung, weil sie den Hut aufhaben, streuen sie aber auch gerne diese Verantwortung. Es gibt auch Alpha-Tiere unter Frauen, aber auch selbst da habe ich dieses Verhalten beobachtet, dass sie doch sehr viel mehr die Hand reichen und die Hand auch annehmen. Mhm. Also sehr viel weicher und sehr viel facettenreicher. Mhm. Und nicht so hart und nicht so, ich meine, die gibt's auch natürlich. Es gibt auch umgekehrt Männer, die sehr weiblich führen und die dazu auch extrem stehen, die auch dieses Empathische haben und das Team mit einziehen. Aber ich habe es hauptsächlich bei Frauen auch beobachtet. Mhm. Wo siehst du da die Vorteile insgesamt? Also, weil ich finde es auch mal schön zu schauen, ist das vielleicht sogar, und ich will jetzt gar nicht von gut, also ne, von besser oder schlechter sprechen, aber wo sind vielleicht auch wirklich Vorteile, wo du als Frau sagen kannst, okay, es ist schön, dass ich mich auf diese Qualitäten, die ja eigentlich mein eigenes sind, ne, auf diese Qualitäten verlassen kann und die ausspielen kann und nicht erst die männlichen Eigenschaften übernehmen muss. Ja. Naja, die Vorteile sind ganz klar, wenn man jetzt auf der ganz großen Metaebene denkt, hätten wir mehr Diversität in den Chefetagen, hätten die Unternehmen, da bin ich ganz fest überzeugt von, sehr viel mehr Erfolg nach außen und auch vor allem nach innen. Sie hätten viel mehr motiviertere Menschen, Menschen, die mit Leidenschaft dabei sind. Und es ist halt ein großer Vorteil, wenn du die Menschen mitnimmst, wenn du ihnen Respekt zollst und Wertschätzung entgegenbringst. Wenn du dich für ihre Belange interessierst und nicht nur dein eigenes Ding machst, hast du eine viel größere Chance, dass dein Unternehmen auch erfolgreich wird. Mhm. Und was ganz wichtig ist, das machen Frauen auch sehr häufig, dass sie mit den Mitarbeitern oft reden und sich auch überlegen, sitzt der Mitarbeiter XY auf dem richtigen Platz? Oder warum ist seine Performance jetzt nicht so gut? Ich muss den nicht sofort rausschmeißen, ich muss einfach mit ihm reden. Vielleicht macht er ja irgendeinen Job, der gar nicht sein Ding ist. Ja. Und ich weiß nicht, kennst du das Buch Big Five for Life? Ja, ja. Von John Strzelecki. Ein ganz, ganz wundervolles Buch, das so den Kern des Sinn des Lebens auch trifft. Ich meine, wir verbringen wahrscheinlich die Dreiviertel Lebenszeit in der Arbeit. Mhm. Und es wäre doch extrem klug von jedem einzelnen Unternehmen, die Leute nach ihren Fähigkeiten einzustellen, nach ihren Talenten einzustellen. Absolut, ja. Und dass sie in den Bewerbungsgesprächen, in den Vorstellungsgesprächen fragen, ja, was kannst du denn hier für diese Firma beitragen? Warum bist du eigentlich hier? Wie kannst du zu unserem Wachstum beitragen und zu deinem eigenen Wachstum hier in der Firma? Mhm. Also, wo siehst du dich hier selber? Und da
Da kann man Menschen mit motivieren, weil sie dann quasi ihren eigenen Lebenssinn dort verwirklichen können. Mhm. Wenn es zum Beispiel jemanden gibt, der extrem gerne reist, dann sucht er sich hoffentlich einen Job, wo er gerne reisen kann. Mhm. Ja, das ist auch umgekehrt. Und diese Denke ist halt bei den Menschen noch nicht angekommen, dass ich mir nicht überlege, wie passe ich jetzt in diese Bewerbung rein, ja, wie kann ich das am besten schreiben, dass die mich nehmen, sondern umgekehrt, das Unternehmen bewirbt sich ja bei mir. Ja. Wie kann ich mich dort einbringen? Schöner Ansatz. Ja, und das finde ich halt so, das kommt halt noch nicht an, weil viele natürlich logischerweise sicherheitsgetrieben sind, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich bin selber so ein Sicherheitsfreak, aber am Ende sind wir doch eigentlich glücklich, wenn wir Sachen erschaffen können, wenn wir Sachen bewegen können, wenn wir Menschen vor allem bewegen können, Teams bewegen können und an einer Sache arbeiten. Ja. Und das ist doch eigentlich das große Glück. Und warum soll ich in einem Job sein, der mir viel Geld bringt, der mich aber extrem unglücklich macht? Absolut. Ja. Ja, total. Ja, ich denke auch, um auch die Brücke nochmal auf dieses Weibliche zurückzuschlagen. Ich glaube, es ist auch so, dass ja, wir Frauen, so nehme ich das zumindest aktuell sehr, sehr stark auch durch meine Arbeit wahr, dass wir durchaus auch öfter mal nach dem Sinn dahinter fragen, weil wir eben dieses Gespür auch dafür haben, ne? Also ja. So dieses Gespür auch, hey, gibt es da vielleicht auch noch mehr Menschen, die eigentlich unzufrieden sind? Also ne, ja. So wir kommen ja oft in den Raum rein und spüren schon irgendwie, wie die Stimmung in diesem Raum ist. Oh ja. Das ist auch typisch weiblich, ne? Das total. Hat nicht viele Frau, aber haben natürlich auch manche Männer, aber es ist halt sehr weiblich, so dieses Gespür zu haben. Ja. Und dieses, wenn du jeden Tag in eine Firma gehst und das Gefühl hast, die Hälfte hiervon will hier gar nicht sein, die andere Hälfte hält sich gerade noch so über Wasser und ein Bruchteil davon ist vielleicht noch motiviert, dann ist klar, dass das was mit dir macht. Und das macht ja natürlich auch was mit dir, wenn du Führungskraft bist. Dann willst du halt an dieser Sache was verändern. Und ich glaube manchmal, dass das in vielen Firmen noch nicht so wahrgenommen wird, weil ich glaube, Männer nicht unbedingt dieses Gespür haben. Ja, glaube ich auch. Die haben, ja, ich glaube auch. Mhm. Dass dieses, ja, ich weiß nicht, ob das Empathie ist, ich weiß nicht, oder ob es die Intuition ist oder die Mutterinstinkte, die wir sowieso alle in uns haben. Weiß nicht, was es ist, aber ja, das ist es. Und sich auch eine Mischung aus allem wahrscheinlich. Ja, eine Mischung aus allem, aus unserem Rollenverständnis wahrscheinlich, aus diesem Rat der Rolle. Genau. Ja, weil es ging ja, ne, evolutionär, es ging ja auch darum, dass die Gruppe sich wohlfühlt miteinander. Ja. Und ne, in vielen Firmen ist das heute doch gar nicht mehr der Fall. Und dieses Männliche, ne, ist eher so dieses, ja, höher, weiter, schneller und Ziele. Ja, und Wettbewerb, genau. Da geht es aber nicht um das Wohlfühlen mehr, sondern da geht es wirklich darum, ne, wie kommen wir voran. Aber wenn dieses Wohlfühlen im Grunde am Ende auf der Strecke bleibt, dann hast du als Firma irgendwann ein Problem. Und das ist, glaube ich, das weibliche Prinzip, was da ganz stark am Tragen ist. Genau. Und die Vorstandsetagen sind immer abgeschnitten von dem mittleren Management. Ja. Ne? Beziehungsweise von dem Team. Und Christine, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte mit dem Männlichen und dem Weiblichen und dieser Diskrepanz. Das ist, also jeder einzelne Mensch ist erstmal, wenn er noch ein kleines Körnchen ist im Mutterleib, eine weibliche Zelle. Jedes einzelne Wesen ist weiblich, wenn es gezeugt wird. Und es entwickelt sich dann erst in den nächsten Wochen zu einem männlichen Kandidaten hier auf Erden oder zu einer Frau. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass der Mann das Erste war, was es auf der Welt gibt. Tja. Natürlich muss irgendwie... Ja, große Frage. Ja, das ist halt irgendwie, wurden wir von Anfang an oder die Gesellschaft, ich will ja kein Männerbashing machen, das liegt mir extrem fern, ist es halt so auch religionsmäßig und auch gesellschaftlich, kulturell, war da jemand schneller als wir? Ja, weil wir wieder zu stark gedacht haben wahrscheinlich. Ja, oder halt einfach, ne, so dieses Durchsetzungsstärke. Es ist ja halt einfach dann häufig auch. Ne? Das heißt ja gar nicht, weil viele weibliche Eigenschaften werden ja auch bis heute noch als Schwäche gesehen, selbst von uns Frauen. Ja, und trotzdem sind es aber gar keine Schwächen. Das sind halt all diese Dinge, ne, wie Verletzlichkeit und Intuition und diese Verbindung schaffen und dieses Wohlgefühl schaffen. Das sind alles so wichtige Faktoren, die, glaube ich, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer wichtiger werden. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich darüber spreche, dass du darüber sprichst, dass sich immer mehr Frauen dafür interessieren, aber auch Männer. Ne? Also
so auch ein paar Männer, die den Podcast hören und irgendwie auch sagen, hey, irgendwie kann das Young nicht nur alles gewesen sein. Und schön. Ich glaube, dieser Shift findet auch so langsam wieder statt, zu sagen, wow, ich guck mal wieder, was ist denn da sonst noch so? Und wie kann ich ihn wieder in diese Harmonie, ne, was du vorhin gesagt hast, wie kann ich da wieder hin zurückkommen? Und das finde ich einfach total wichtig, auch nochmal zu sagen. Ja, es ist auch so unglaublich wichtig und sich auch zu fragen, auch für die Hörerinnen, die vielleicht auch mal vorhaben, in Führung zu gehen oder es gerade ganz frisch auch sind, sich zu fragen, was möchte ich eigentlich sein? Warum möchte ich denn in die Führung? Ist es schick? Ist es mein Ego? Ist es angesagt oder will ich wirklich was bewegen? Das macht einen riesengroßen Unterschied. Ja. Es kann trotzdem schick und angesagt sein. Es fühlt sich total geil an da oben, das gebe ich auch zu. Aber wenn ich da oben nur bin, weil es sich geil anfühlt, bin ich da falsch. Mhm. Ich möchte was bewegen, ich möchte Mitarbeiter befähigen, ich möchte Unternehmen erfolgreich machen. Und all sowas und vor allem die Menschen darin erfolgreich machen und sie darin stärken, ihre meiste Lebenszeit, die sie verbringen, richtig zu verbringen. Mhm. Und das sollte sich jede junge Führungskraft überlegen. Ja, ganz wichtig, ganz, ganz wichtiger Impuls. Vielen Dank nochmal dafür. Absolut. Ja, und das ist es ja auch, weil das ist das, was uns langfristig trägt. Sonst hast du irgendwann den schickesten Dienstwagen und, keine Ahnung, das neueste iPhone auf dem Tisch liegen, ohne jetzt Werbung zu machen. Aber ne, einfach, dann hast du die Statussymbole hoch 10 und letztendlich bist du trotzdem nicht erfüllt. Also dann, ne, genau, dann so ist kommt ja auch irgendwann trotzdem die Lebenskrise und fragt, ne, klopft an die Tür und fragt, ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ja. Bist du halt ganz schnell wieder bei dem Sinn und diesem Zurückbesinnen und kommst vielleicht auf die Idee, was ist mir eigentlich mit meiner Weiblichkeit so in den letzten Jahren passiert, ne? Genau, so ist es. Und du hast es gerade auch angesprochen mit den Männern. Also ich würde mir wirklich wünschen, oder ich wünsche es mir tatsächlich auch, dass es, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, ich glaube nicht, Coaches für Männer gibt, Männer für Männer. Ja, weil ich in der Tat. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Männer, dass die ihr eigenes Verhalten auch nicht immer gut finden, aber vielleicht auch hinterfragen, warum ist es denn so, dass wir so sind? Warum bin ich denn jetzt in dieser super geilen Position mit 3 Wagen, Dienstwagen, Luxushäuschen in Spanien, keine Ahnung? Warum bin ich da eigentlich? Mhm. Wie bin ich da hingekommen? Und warum bin ich immer so scheiße zu meinen Mitarbeitern? Muss das eigentlich so sein? Mhm. Ja? Da bin ich mir halt nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja auch ganz viele Männer, die sind nicht scheiße, um Gottes Willen. Also darum geht's gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, weil Männer und Frauen in der Kommunikation oder in der Art und Weise, wie sie halt Führung auch ausleben, einfach komplett verschieden sind. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass Männer das auch oft reflektieren und hinterfragen, warum das eigentlich so ist. Aber die reden halt nicht darüber. Wenn es Männer gibt, die Erfahrung gemacht haben, so wie wir Frauen, wir sind ja auch so eine große Community irgendwie, wenn es da auch eine Männer-Community geben würde, genau dieses Yin im Mann entdecken irgendwie, dann fände ich das richtig, richtig großartig. Ja, weil die Verbundenheit als weibliches Element ist halt einfach immer noch auf der weiblichen Seite. Ja. Das ist halt im Grunde was sich auch Männer gerne zu eigen machen dürfen, ne? Diese Verbundenheit, diese Kommunikation untereinander, ne? Dieses Gruppengefühl auch zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch durchaus eine Herausforderung. Und das ist auch was, und da hatte ich letztens auch ein ganz spannendes Gespräch drüber, wo wir Frauen, glaube ich, auch noch im Vorteil sind. Ne? Allein durch dieses Vernetzen, Networking, Austausch, Gründerinnengruppen, also auch wir Selbstständige sind hervorragend vernetzt. Und so wie wir beide jetzt, ne, tauschen uns aus, du bist die Expertin dafür, ich bin Expertin dafür, dann unser Wissen zu teilen und mehr Menschen und Frauen hier zu erreichen. Das finde ich zum Beispiel ganz, ich glaube, einen großen, großen Vorteil, den wir haben und den wir, glaube ich, auf jeder Ebene ausspielen können. Also ne, im ganz normalen Leben, wie aber auch gerne in der Karriere. Ne? Also genauso. Ja. Genau. Das ist echt so essentiell irgendwie. Und es ist immer noch unverständlich, wie das so sein kann, so wie es ist. Ich habe da auch keine Idee. Aber vielleicht haben ja unsere Zuhörerinnen jetzt hier eine Ideen und Tipps für sich auch mitgenommen, weil wir haben jetzt ganz viele spannende Themen auch angesprochen. Und ja, total. Ich glaube, wir beide, Janine, sind sehr gespannt. Total gespannt auf das Feedback. Auch an Diskussion nochmal hinterher zu dieser Podcast-Folge kommen. Und auch, du hast ja gerade das Thema nochmal aufgemacht, Netzwerken, auch ein ganz großes Thema. Ja. Wir Frauen sind ja super Netzwerker, aber unterm Schirm meistens. Ja, und das stimmt.
Wir können uns super viel von den Männern auch abschauen, die hervorragende Netzwerker sind. Männer netzwerken nämlich sehr effizient. Ja, das stimmt. Und wir Frauen netzwerken auch effizient, aber das, ehe da mal irgendwie wirklich Tacheles geredet wird, dauert halt lange, weil wir es immer schön haben wollen. Das ist ja auch schön. Mhm. Aber frag mal Frauen in deiner Community, wie viel sie schon von ihren eigenen Frauen oder Kontakten angerufen haben, weil sie irgendwie einen Job brauchen oder weil sie jemanden vermittelt haben möchten. Das machen die wenigsten Frauen. Und Männer rufen sich an, ey, hast du mal hier den Kontakt von XY? Ich muss den mal anhauen, weil ich brauche den Job. Ja. So. Und ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil da, genau, das ist, glaube ich, auch noch so ein Wachstumsfeld, ne? Also, weil wir sind immer auf Beziehungspflege halt aus und das zeugt halt immer, ne? Du musst ständig am besten in Kontakt sein und so weiter, anstatt die Kontakte, die du hast, auch mal unregelmäßig nutzen zu können oder, ne? So im Austausch zu sein. Und mal zu nutzen auch. Nicht zum Kaffee trinken, gerne auch immer wieder zum Kaffee trinken, aber auch, wenn Kaffee trinken, dann reden wir mal hier über Business oder über, wie können wir uns weiterbringen oder so, ne? Ja, absolut. Ja, und so verbindet man beides natürlich auch auf schöne Art und Weise. Also, oh ja, das ist toll. Ich kann nur eine ganz kurze Story aus meinem Privatleben auch. Mein Mann, der ist auch Journalist und ich habe meine Mädelskreise und wir planen immer, wann treffen wir uns denn wieder? Dann gehen die Messages hin und her und so. Und mein Mann sagt dann auch immer so, mein Gott, wie lange braucht ihr denn euch zu verabreden? Und der nimmt das Telefon irgendwie, ey, Alter, hast du Zeit heute Abend, ne? Und dann gehen die Bier trinken und ja, es ist natürlich anders. Ja. Aber irgendwie verbindet mich das viel mehr, wenn ich mit meinen Mädels regelmäßig irgendwie in Kontakt bin und plan, wie das ist ja auch schön. Genau, ja. Ja, und das ist für uns halt wichtig, was wir durchaus auch in der Karriere halt nutzen können, auf jeden Fall. Also, ne, so die, ich glaube, wenn wir Verbindung haben, dann sind die sehr stark und sehr, auch, was heißt effektiv, aber dann ist es sehr wichtig und oft auch, hält es sehr lange. Und auf der anderen Seite ist es aber auch zeitintensiv. So, das ist, glaube ich, das, wo wir Frauen einfach nochmal so ein bisschen, jede für sich gucken kann. Ist es denn so wichtig, ob ich immer mit jedem immer in Kontakt bin oder ist es nicht genauso schön zu wissen, hey, der andere, ne, mag mich, jetzt ganz platt gesagt, und ich mag den und wenn es passt, dann melden wir uns mal wieder, so, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja, wir verwenden sehr viel Zeit darauf. Da hast du recht. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja. Ja, vielen Dank für deine wertvollen Tipps und deine Erfahrungen, die du jetzt hier geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Ich würde super gerne nochmal zum Abschluss einfach dich zu Wort kommen lassen. Ja, vielleicht, was du speziell jetzt auch noch in diesem Jahr vorhast, wo man dich finden kann, da kannst du gerne noch mal ein paar Worte sagen oder auch, wenn du möchtest, gerne auch eine abschließende Message zum Thema Frauen in Führung. Also was ich dieses Jahr mache, ihr habt ja schon gehört, dass ich möglichst viele Frauen auf dieser Welt erreichen möchte und das schaffe ich mit den Einzelcoachings natürlich nicht. Deswegen baue ich in diesem Jahr ein Online-Programm auf. Das wird einerseits ein Gruppencoaching-Programm sein, wo sich maximal 6 Frauen zusammenfinden, von mir durch ein ganz schönes Coaching-Programm geleitet werden. Aber der große Mehrwert dieses Gruppencoachings ist es, diese kleine Community zu haben, die sich halt gegenseitig stützt, eigene Erfahrungen wälzt von hin, von A nach B und sich gegenseitig dort auch aus verschiedenen Herausforderungen heraus manövriert. Ja. Und was ich noch aufbaue dieses Jahr, ist eine Webinarreihe, auch zum Thema Führung mit ganz kurzen Videosequenzen, so 15, 20 Minuten, die teilweise live sind, die teilweise auch aufgezeichnet sind, sodass du jederzeit die Möglichkeit hast, da was herunterzuladen und dir eigene Tipps zusammenzustellen. Das ist so mein Plan für das nächste, also für das zweite Halbjahr dieses Jahres. Und ansonsten möchte ich weiterhin mit vielen, vielen tollen Frauen und Männern in Kontakt bleiben und meine Message in die Welt tragen. Und meine Message an alle ist es abschließend, du bist nicht auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Und das geht an deinen Kern, es geht an deine eigene Individualität, an deine Authentizität, so zu sein, wie du wirklich bist und deine Persönlichkeit dort einzubringen, wo sie gebraucht wird, ohne dich zu verbiegen oder irgendwas, weil du kannst alles auf dieser Welt erreichen und auch sagen, es kommt immer auf das Wie an. Und deswegen überleg dir ganz genau, welche Erwartungen du denkst, die an dich herangetragen werden, weil du sitzt nicht in dem Kopf der anderen Menschen. Und das Leben könnte so viel leichter sein, wenn wir das irgendwie mal loslassen würden.
Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Janine, für die tollen Abschlussworte hier. Ich hätte, ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Ganz, ach, ganz danke toll. Für dieses wundervolle Interview. Sehr, sehr ja, schön. Ja, vielen, vielen und Dank auch, ne, für deine ganze Expertise hier und einen Einblick auch mal in deinen Alltag zum Thema Führung. Ja. Also ich glaube, da waren super spannende ja, Impulse und auch ne, Beispiele jetzt dabei, die unseren Hörerinnen hier weiterhelfen können. Und ja, wenn ihr Fragen nochmal zu Janine habt, dann super gerne. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes und da könnt ihr dann ja, euch super gern, kümmeln. Super gern, super gern. Ach schön, es war total schön. Es ist immer wieder schön, mit dir zu plaudern auch. Und vor allem haben wir beide eine ähnliche Mission. Und je mehr Menschen wir sind, die diese Mission in die Welt tragen, umso ach, schöner ist es. Der Klangteppich wird immer größer. Auf jeden Fall, ja. Das war das wunderbare Interview mit Janine Tüxen. Sie ist Expertin für Frauen in Führungspositionen beziehungsweise auch Frauen, die es gerne werden wollen. Und vielleicht gehörst du ja auch dazu und hast bereits eine Führungsposition oder strebst danach, tatsächlich Führung in deinem Leben zu übernehmen für bestimmte Mitarbeiter in deinem eigenen Unternehmen oder aber auch in einem Konzern oder einem kleineren Unternehmen. Lass uns das super gerne wissen, denn wir freuen uns auf den Austausch mit dir in der Celebrating Yin Community. Dort kannst du uns deine Meinung zum Thema Frauenquote, weibliche Qualitäten oder auch ja, noch Entwicklungsbedarf, der einfach notwendig ist, einfach mit uns mal teilen. Wir sind super, super gespannt und freuen uns auf den Austausch mit dir. Alles Liebe für dich, deine Christine.